Und das natürlich in dieser Situation. Das allgemeine Problem ist einfach. Mir kommt gerade eine Idee. Separierung der kleinen zwei Blöcke. Wenn wir jetzt versuchen, die kleinen zwei Blöcke auf eine Ebene zu haspeln. Oder zumindest zu isolieren. So, jetzt sind immerhin die zwei. Aneinander, was auch nicht so wahnsinnig praktisch ist. Aber ich glaube, jetzt können wir das so mir die so sortiert haben. Können wir das richtige Aufbauen beginnen. Das ist jetzt mehr so Try and Error. Das ist einfach das Problem ist. Wir haben die zweite große Box noch nicht können isolieren. Wenn ich die beiden. Meine Überlegung ist jetzt. Wie ich es irgendwie schaffe, die beiden großen Boxen synchron zu schalten. Dann kann ich mich danach um die kleinen kümmern. Wenn ich jetzt so mal schauen. Die beiden treffen jetzt praktisch parallel die Boxen. Das heißt, ich muss jetzt die kleinen an den roten Blöcken, wenn ich die kleinen an den roten Blöcken ausrichten kann, dann habe ich es geschafft. Aber das könnte noch eine schwierigere Aufgabe werden.
Weil jetzt hier wahrscheinlich die Synchronität der weißen, der großen Blöcke wieder flöten geht. Treffen jetzt die Boxen knapp. Oder ordnen wir zuerst die kleinen an, damit wir den. Weil die kleinen können wir nur an den roten Flöcken, an diesen roten Dingen hier ausrichten. Kleinen werden jetzt soweit ausgerichtet. So, wenn wir jetzt das gleiche Prinzip auch auf die großen anwenden können. Nee, noch. Gott. Ah, na bin ich blöd. So, ganz einfach. Zuerst hier an die Wand. Ja, jetzt ist es einfach, nachdem man irgendwie 8 Minuten an der Aufgabe getüftelt hat. So, dann das hier auch nach vorne. Beide wieder so an die Wände ran. Und jetzt sollte es eigentlich vom Geschwindigkeitsabstand her aufgehen. So! Aufgabe gelöst! Und hier unten geht es weiter, direkt zum nächsten Rätsel. Tough Going Part 1. Oh. Toll. Wir haben hier in diesem Fall 4 Blöcke, die jeweils auf so ein Pult hoch müssen, gleichzeitig mit Vorteil. Gut, das schauen wir jetzt gleich an. Die Frage ist natürlich, die Abstände zu diesen. Also. Hier kann man das, den Abstand ziemlich gut. Das Problem ist jetzt natürlich einfach, wenn natürlich einer oben ist und man verschiebt wieder, schiebt es den Block mit. Ich hätte jetzt behauptet, die intelligenteste Lösung ist, wenn man alle schon unten an die. Was bringt es mit den Händen zu fuchteln? Ihr seht mich ja nicht. Wenn man die unten an die Blöcke hinpflanzt und dann nur noch hochschieben muss, damit es bei allen aufgeht.
jetzt alle irgendwie so eins hoch. Oder? Und dann... Das ist natürlich das Problem. So. Wie kriegen wir das intelligent hin? So, den habe ich so eingemauert. Ah, wenn ich die beiden einmauere, dann kann ich mich eher um die Platzierung der anderen zwei kümmern. Denn wenn ich hier nicht mehr aufwärts gehe, Hoppla. Ich muss jetzt natürlich schauen, dass die beiden auf die gleich... Ah, bin ich dumm. Das ist nur eine Verschiebung von links nach rechts. Oder warte. Wir richten doch die mal hier rechts davon aus. Das ist wieder das Problem. Der da vorne ist sehr schwer erreichbar. Wenn wir das natürlich so machen, hätten wir diesen Block ausgerichtet, nur die anderen beiden sind natürlich dann nicht... Ah, die hat man leicht ausgerichtet, bin ich blöd. So, jetzt können wir nämlich eine Verschiebung nach unten vornehmen. Dann eine Verschiebung nach oben. Dann runter mit allen vier Blöcken. Dann nur kurz verschieben. Und dann hoch mit den Dingern. Und dann ist dieses Rätsel auch geschafft. Und aua, der Schwierigkeitsgrad zieht enorm an. Hooray, der Boden öffnet sich. Und wo müssen wir weiter durch? Tough Going Part 2. Oh, ein großer Raum, wo ein... Oh Gott. Eine Cutscene! Welt ist denn das? Oh, meine Augen! Meine wunderschönen Augen! Ich weiß nicht mal, welche Augenfarbe ich habe. Oh.
wir erhalten neue Power. Power up! Meine Augen! Oh. Okay. Wir haben jetzt neue Kräfte erhalten? Fragezeichen.